من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على رسول الله صلوات. So, heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema der Unglücke und Krankheiten beschäftigen. Zu dem Thema wollen wir einige Leitfragen stellen, wie zum Beispiel, was sind Unglücke und Krankheiten überhaupt, wozu dienen sie? Und sind Unglücke und Krankheiten immer negativ? Das heißt, müssen sie immer negativ auf die Menschen eingestellt sein? Und weiter, wieso kommen Unheil und Krankheit auf einen zu? Und als letzten beiden Punkten, wie müssen wir uns verhalten, wenn uns ein Unglück passiert? Und wieso haben wir als Menschen kein Recht zur Beschwerde an Allah? Gut, als Anfang die erste Frage, was ist Krankheit und Unglück? In dem Buch Strahlen auf Seite 12 sagt Bediüzzaman Said Nursi, dass auch die Krankheit gleicht einem Peitschenschlag, der den Menschen in aller Schärfe und Deutlichkeit zur Schwelle Gottes hintreibt. Die süßesten Gaben, die den Menschen dazu antreiben, mit ganzem Eifer zu danken, Gott zu loben und ihn zu preisen, sind vor allem seine Genesung, seine Heilmittel und sein Wohlergehen. Jetzt natürlich die Frage, wie soll denn so etwas oberflächlich Schlechtes wie eine Krankheit dazu führen, dass man Gott noch weiter lobpreist? Dazu sagt er im Buch Blitze auf Seite 413, dass er einem Jugendlichen einen Rat gibt. Und zwar sagt er dort, so sagte ich weiter, ein Teil deiner Altersgenossen sind infolge des Unglücks ihrer Gesundheit der Gottvergessenheit verfallen, versäumen das Gebet, denken nicht an das Grab, vergessen Allah. In diesem irdischen Leben erschüttern, ruinieren, ja, zerstören sie vielleicht sogar in einer Stunde oberflächlicher Lust ein unendliches und ewiges Leben. Durch die Brille deiner Krankheit siehst du dein Grab, deine künftige Wohnstatt, in die du in jedem Falle hinabsteigen wirst, und noch dahinter die jenseitigen Wohnstätten, und verhältst dich dementsprechend. Das besagt also, dass für dich die Krankheit Gesundheit ist, doch bei einem Teil deiner Altersgenossen ist Gesundheit eine Krankheit. Das heißt, durch diese Krankheiten merken wir, dass wir unseren Körper nicht für uns beanspruchen dürfen. Und wir beginnen auch, das Grab wieder vor Augen geführt zu bekommen. Das heißt, wir vergessen im Leben ständig, dass wir sterben müssen und leben auch auf diese Art und Weise. Aber wenn wir mal sterben, merken wir zum einen, dass wir gar nicht im Besitz dieses Körpers sind. Das heißt, dass selbst so kleine Bakterien und Mikroben und dazu führen können, dass wir die Kontrolle über den Körper verlieren. Und des Weiteren führt es auch dazu, dass wir auch merken, es gibt einen Tod. Wir haben ja oft mal Krankheiten gehabt, wo wir gedacht haben, so jetzt ist zu Ende, jetzt ist fertig, jetzt sterbe ich gleich. Aber so ist es eben nicht. Diese Krankheiten sind eben dazu da, um jemanden von der Erde, von diesem Weltlichen ein bisschen zu trennen und mal auf das Jenseitige zu konzentrieren. Jetzt aber, sind Unglück und Krankheiten denn immer negativ? Wir nehmen ja ziemlich alles als schlechter. Sagen wir bauen einen Unfall mit dem Auto, wir werden krank, irgendetwas passiert, ständig nehmen wir alles als negativ wahr. Bediüzzaman unterscheidet hier zwischen zwei Arten von Unglücken. Einmal ist es das wahre Unglück und einmal sozusagen das hilfreiche Unglück, das sozusagen eine Warnung der Barmherzigkeit Allahs ist. Als Beispiel für ein wahres Unglück ist zum Beispiel ein Unglück, das den Glauben beeinflusst. Wenn wir als Beispiel dafür mal zum Beispiel zwei Jugendliche nehmen, die sich beim Fußball zum Beispiel den Fuß brechen. Jetzt haben wir zweimal dasselbe Unglück. Der eine Jugendliche, beide Moslems, denkt sich, ich habe mir den Fuß gebrochen, ich kann mit dieser schweren Last nicht beten, ich kann die Waschung nicht machen, ich muss mich beim Gebet zu sehr anstrengen. Was macht er? Er lässt das Gebet einfach zurück. Für diesen Mann ist das Unglück ein wahres Unglück, weil es seinen Glauben beeinflusst hat. Der andere Jugendliche aber sagt, ich habe mir zwar den Fuß gebrochen, aber es behindert mich nicht sehr daran, mein Gebet zu verrichten. Für diesen Mann ist das Unglück kein Unglück, sondern eher vielmehr eine Stufe zur Vollkommenheit, die Allah ihm zur Verfügung gestellt hat. Was aber ein hilfreiches Unglück angeht, nennt Bediüzzaman dort das Beispiel eines Hirten, und zwar ist das im Buch Blitze auf Seite 20. Und zwar sagt er dort in der fünften Anmerkung, zum ersten, ein Unglück, das wirklich ein Unglück ist, das Schaden bringt, ist ein Unglück, das dem Glauben Schaden bringt. Wie der Mann, der aufgrund des gebrochenen Fußes das Gebet zum Beispiel vernachlässigt. Wenn ein Unglück dem Glauben schadet, soll man immer zum Thron Gottes seine Zuflucht nehmen und zu ihm um Hilfe rufen.
Ein Unglück aber, das den Glauben nicht berührt, ist gar kein Unglück, wenn man es vom Standpunkt der Wahrheit betrachtet. Manchmal handelt es sich dabei um eine Warnung der Barmherzigkeit Gottes. Jetzt kommt das Beispiel. Wenn ein Hirte einen Stein unter seine Schafe wirft, die eine fremde Weide betreten wollen, spüren sie, dass dies eine Warnung ist, die sie davor bewahren soll, Schaden anzurichten. So kehren sie willig um. Jetzt, wenn jetzt eine zweite Person diesen Hirten sehen würde, wie er seine Schafe mit Steinen beschmeißt, dann würde er doch zu dem Hirten hinkommen und sagen, wieso beschmeißt du denn deine Schafe? Du tust ihnen Leid an. Wenn der Hirte diesem Mann jetzt aber erklärt, siehst du denn nicht, dass meine Schafe auf dem Weg waren, sich Schaden anzufügen? Und ich habe diesen Stein geworfen, damit sie merken, dass sie auf dem falschen Weg sind und von dort wieder umkehren. Dann wird auch der zweite Mann den Hirten mit Verständnis entgegenkommen. Sind dazu noch irgendwelche Fragen, warum Unglück und Krankheit immer negativ sind? Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wieso diese Unglücke auf einen zukommen? Religiöser Mann sagt in seinen Werken, dass Unglücke, dass allgemeine Unglücke, wie Erdbeben und Tsunamis zum Beispiel, durch den Fehler der Mehrheit einer Bevölkerung zustande kommt. Da gibt es natürlich die Frage, wenn die Mehrheit einen Fehler macht, diese Erdbeben und so erschüttern ja auch ständig die Unschuldigen auch. Die werden ja auch mitgerissen. Was ist denn die Schuld der Unschuldigen? Sie haben doch gar nichts getan. Dazu sagt Medjuzaman Mann Said Nursi im Buch Worte auf Seite 305. Aber dann wäre doch keine Prüfung. Ne? Stell dir vor, die Kinder und passiert nichts. Ja, genau, das sagt Medjuzaman Mann Said Nursi ja auch. Diese Welt ist ja ein Ort der Prüfung. Er nennt auch ein Beispiel, er sagt zum Beispiel, wenn ein Flugzeug zum Beispiel abstürzen würde, wegen des Fehlers des Piloten vielleicht, wenn ein Flugzeug abstürzen würde und 200 Leute in diesem Flugzeug sind und davon, sagen wir mal, 20 bis 30 Kinder, die völlig unschuldig sind. Wenn dieses Flugzeug abstürzt und nur die Kinder überleben und nur die Älteren sterben, dann wäre diese Prüfung ja komplett aufgehoben. Das hätte jetzt ja gar keinen Sinn. Dann würde jeder sich nur noch damit bemühen, keine Fehler mehr zu machen, nur Gutes zu wollen. Dankeschön. So, auf Seite 304 beginnt das im Buch Worte. So erfordert es denn die Weisheit Gottes, dass die Unschuldigen zusammen mit den Frevlern ins Unglück stürzen. Was aber ist dann in Anbetracht seiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit der Anteil dieser armen Unschuldigen? Auf diese Frage wurde mir folgende Antwort gegeben. Diejenigen, die unter den Zorn und die Wut dieses Übels geraten sind, empfangen auch ein Aufscheinen der Barmherzigkeit. Da fragt man sich natürlich, was ist denn barmherzig daran, wenn Menschen zum Beispiel aufgrund des Fehlers von anderen sein Haus verliert, seine Familie verliert. Denn so wie die vergänglichen Güter dieser Unschuldigen für sie zu einer Spende und so zu ewigem Gut werden, so gewinnen sie auch durch eine Art Märtyrertum anstelle ihres vergänglichen Lebens ein ewiges Leben. Dieses Erdbeben zum Beispiel, dessen Zorn nur vorübergehend und verhältnismäßig klein ist, sie aber dabei einen großen und immerwährenden Gewinn erwerben lässt, ist für sie zugleich mit dem Zorn auch eine Barmherzigkeit. Daran sehen wir also, dass viele Sachen, wie zum Beispiel das Haus eines Menschen, das kaputt geht beim Erdbeben, sozusagen als freiwillig gemachte Spende gezählt wird. Als Almosen. Genau, als Almosen zum Beispiel auch. Und dass das Leben des Menschen zum Beispiel, wenn kleine Kinder in einer ungläubigen Familie aufwachsen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Kind sich auf den Weg macht, um seine Religion zu lernen, um mal zu schauen, ob es wirklich einen Gott gibt oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel das Erdbeben kommt und dieses kleine Kind stirbt, was mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Händen dieser ungläubigen Familie als ungläubiges Kind aufwachsen würde und letztendlich dann in der Hölle landen würde, jetzt durch dieses Erdbeben sozusagen ein Leben als Märtyrer gelebt haben soll, dann ist es doch schon lange keine Bestrafung mehr, sondern vielmehr eine Barmherzigkeit, die diesem Kind statt diesen 15 bis 20 Jahren Leben ein ewiges Leben im Jenseits schenkt. Das war jetzt das, was die allgemeinen Unglücke angeht, große Unglücke wie Erdbeben und Tsunamis. Dann gibt es aber auch noch persönliche Unglücke, wie das eine Mal zum Beispiel ein Autounfall passiert, dass man weil vielleicht mit dem Geld nicht klarkommt, das man hat, dass das Geld einfach überall nicht reicht. Diese Unglücke begründet Bediüzzaman Said Nursi damit, dass der Mensch sozusagen seine Entscheidungsfreiheit hat. Das heißt, dass der Mensch in seinem Leben das machen kann, was er will, dass ihm niemand in die Hände greift, auch wenn er etwas Schlechtes machen will. Als Beispiel dafür
nennt er das eines kleinen Jungen im Buch Worte auf Seite 836. Und zwar sagt er dort, doch wenn dies auch so ist, gehört dennoch die Verantwortung dir. Wenn du also, um einmal einen, wenn auch etwas unpassenden Vergleich zu gebrauchen, ein noch unmündiges Kind auf deine Schultern hebst und ihm die Wahl lässt, ich werde dich überall hintragen, wohin du möchtest. Und du bringst nun dieses Kind nach seinem Wunsch auf einen hohen Berg und das Kind erkältet sich dabei oder stürzt. So wirst du sicherlich sagen, du hast es ja so gewollt und ihm in seiner Verdrossenheit eine Ohrfeige gegeben. So betrachtet auch Gott, der Gerechte und der Beste aller Richter, den Willen seines Dieners in seiner unendlichen Schwäche und macht ihn zur allgemeinen Bedingung für seinen eigenen, alles umfassenden Willen. Das heißt, ein Unglück zum Beispiel ist ja auch, wenn man nicht genug Geld hat. Aber wenn man sich jetzt entscheidet, das Geld irgendwo bei Partys und irgendwelchen Veranstaltungen auszugeben und letztendlich dann nicht mehr genug da hat, um sich zu versorgen, um sich und seine Familie zu versorgen, dann darf man sich nun mal auch nicht beschweren, weil es ja die eigene Schuld des Menschen ist. Allah greift ja keinem in die Hand, sobald er zum Beispiel an die Theke gehen und Alkohol kaufen möchte, gibt es niemanden, der ihm auf die Hand haut und ihm sagt, nein, kauf das nicht, später wirst du es bereuen. Der Mensch hat also komplette Entscheidungsfreiheit, aber damit kommt natürlich auch die Freiheit dazu, für alles verantwortlich zu sein. Geld ist aber nicht immer ein Unglück, oder? Geld ist nicht Unglück. Nein, nicht Geld, aber wenn man... Ja, das muss man doch haben, wofür du eigentlich benutzt. Ja genau, wofür man das Geld selbst benutzt. Genau. Es ist auch so, wenn man das Geld zum Beispiel in Spielautomaten wirft und eine ganz bestimmte Summe dann das da rauskriegt, dass diese Summe auch dann irgendwie von den Kosten halt. Ja genau, man denkt zwar, man hat zum Beispiel aus 5 Euro 200 Euro gemacht, aber im Hintergrund passiert dann irgendwas, dass der Fernseher zu Hause kaputt geht, dass die Waschmaschine halt nicht mehr funktioniert oder halt auch, dass man irgendwo einen Autounfall macht und das Geld dann irgendwo anders sowieso wieder rausspringt. Also als Unheil wieder rausgeht. Ja genau. Man kann aber erstmal hoffen, wenn das geht, wenn man es nicht spielt oder so, ne? Man kann auch so denken, statt als Unheil zu gehen, dass man das als Almosen denken ja, kann. Genau. Ja, das ist auch das Gegenteil. Ja. Ne? Wo ich spielen kann. Ja. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Gut, dann machen wir weiter. Wie müssen wir uns denn verhalten, wenn Unheil und Krankheit auf uns zukommt? Dazu wollen wir wieder in den 25. Witz, ins 5. Heilmittel gehen. Auf Seite 413. Und zwar wird dort gesagt, O du Kranker, der du der Nörgelei verfallen bist. Ich bin aus Erfahrung zu der Überzeugung gelangt, dass in unserer Zeit Krankheit für einige eine Wohltat Gottes und ein Geschenk seiner Barmherzigkeit ist. Obwohl ich dessen nicht würdig bin, kommen seit 8-9 Jahren einige junge Leute in ihrer Krankheit zu mir, damit ich für sie bete. Ich habe bemerkt, dass diejenigen jungen Kranken, die ich gesehen habe, im Gegensatz zu anderen jungen Leuten begonnen haben, an das Jenseits zu denken. Sie kennen die Trunkenheit der Jugend nicht. Sie retten sich in gewissem Grade davor, sich achtlos tierischer Lust auszusetzen. Ich habe gesehen, dass ihre Krankheiten im Rahmen ihrer Fähigkeit, sie zu ertragen, eine Wohltat Gottes waren und habe sie darauf aufmerksam gemacht. Ich sagte ihnen immer, mein Bruder, ich habe nichts gegen deine Krankheit und bedauere dich nicht wegen deiner Krankheit, sodass ich für dich beten müsste. Bemühe dich um Geduld in deiner Krankheit bis zu deiner völligen Erweckung. Und wenn die Krankheit ihre Aufgabe erfüllt hat, wird dir der barmherzige Schöpfer um seinetwillen Genesung schenken. Das heißt, wir müssen im Falle einer Krankheit immer mit Geduld entgegenkommen. Das heißt, wenn uns eine Krankheit oder ein Unglück passiert, erst einmal hinsetzen und nicht gleich anfangen, sich zu beschweren, sondern erst einmal darüber nachdenken, wieso habe ich diese Krankheit überhaupt bekommen. Die Krankheit in diesem Fall, wie dieser Mann sie schildert, ist dazu da, den Jugendlichen nicht in diese jugendliche Trunkenheit verfallen zu lassen. Das heißt, sie ein bisschen aus diesem Irdischen wegzuziehen. Wenn man dann bemerkt, dass diese Krankheit zum Beispiel dazu da ist, die Menschen aufs jenseitige Leben zu konzentrieren, dann ist diese Krankheit schon gar keine Krankheit mehr, sondern vielmehr Gesundheit. Zwar nicht für den Körper, aber für die Seele. Da irgendwas nicht verstanden? Sonst mache ich weiter. Ich wollte was zu sagen. Zum Beispiel, wie du sagst, Krankheit ist ja kein Unheil. Normalerweise, dass der Peitschstieg zum richtigen Jenseits zu bringen. Genau. Ja? So habe ich das verstanden. Ja.
Nicht jenseits, zu Gott. Ja, genau, zu Gott. So, als letzter Punkt. Wieso haben wir kein Recht, uns zu beschweren? Diesen Punkt haben wir ein bisschen schon in der Frage, wieso Unglück auf uns zukommt, ein bisschen beantwortet. Indem wir gesagt haben, in dem Video Samanzeit, sie gesagt hat, dass der Mensch sozusagen eine Entscheidungsfreiheit hat und diese sowohl für das Gute als auch für das Schlechte benutzen kann und dafür aber auch gerade stehen muss für seine Taten. Des Weiteren wird aber im Buch Blitze auf Seite 16 noch gesagt, und zwar wird dort darauf angespielt, dass dieser Körper gar nicht uns gehört. Und zwar sagt er dort in der zweiten Anmerkung, wie hinsichtlich der Bedeutung von Schicksal und Glaube schon im 26. Wort erläutert wurde, haben die Menschen aus den drei folgenden Gründen kein Recht, sich über Unglück und Krankheit zu beschweren. Erster Grund. Gott der Gerechte hat dem Menschen den Körper angezogen wie ein Kleid und macht an ihm seine Kunst sichtbar. Er hat den Menschen zu einem Modell gemacht, an dem er dieses Kleid des Menschenkörper zuschneidet, umformt und ändert, um die Erscheinungen seiner verschiedenen Namen zu zeigen. Und ebenso wie der Name Heiler die Existenz von Krankheit voraussetzt, bedingt auch der Name Versorger das Vorhandensein des Hungers und so auch die anderen Namen in dem entsprechenden Sinn. Jetzt folgt ein arabischer Vers, die Übersetzung lautet ungefähr, der Eigentümer des Eigentums verfügt über sein Eigentum, wie er möchte. Zweiter Grund, durch Unglück und Krankheit wird das Leben geläutert, vervollkommnet, gestärkt, entfaltet, bringt seine Frucht, erreicht Vollkommenheit, erfüllt seine Lebensaufgabe. Ein Leben, das man eintönig auf seinem Ruhelager verbringt, gleicht weniger dem absolut Guten des Seins, als vielmehr dem absolut Bösen des Nichtseins und neigt dazu hin. Wenn man jetzt also hier erstmal den ersten Grund betrachtet, was haben wir Allah denn eigentlich gegeben bezüglich unseres Körpers? Haben wir ihm irgendwas bezahlt für das Auge, für die Arme, für die Beine? Nicht einmal für unseren Körper, auch nicht für unsere Familie oder für dieses ganze System überhaupt. Das heißt, wenn es irgendwo mal zu Unglücken kommt, dürfen wir uns gar nicht beschweren, dass es passiert. Denn es gehört erstens nicht uns und zweitens gehört es nur Allah. Und wie hier gesagt wurde, er schneidet rum, er formt sein Werk so, wie er es möchte, weil es nun mal sein Eigentum ist. Und deswegen haben wir auch keinen Grund, uns darüber zu beschweren. Noch irgendwelche Fragen dazu? Das wäre es dann sonst soweit, falls ihr keine Fragen mehr habt. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.